Was ist Datenkommunikation? Fragezeichen. Das ist auch wieder so eine Frage. Jeder hat irgendwo eine Vorstellung. Jeder macht das auch in der heutigen Zeit. Aber wenn man es jetzt erklären soll, dann steht man da. Datenkommunikation. Na, zunächst mal, was ist denn Kommunikation? Kommunikation ist der Austausch von Informationen zwischen zwei Menschen, zum Beispiel. Man kann auch mit Tieren kommunizieren, ja. Datenkommunikation bedeutet aber jetzt nicht, dass statt Menschen die Daten kommunizieren, sondern dass Menschen über Daten kommunizieren. Ja, so kann man sich da an die Antwort ein bisschen rantasten, indem man sich zunächst mal an die Worte klammert, die man hat. Ja, es kann manchmal sinnvoll sein, zu sagen, erstmal, was ist denn Kommunikation? Aha, Austausch von Informationen zwischen zwei Individuen, ja. Müssen ja nicht unbedingt Menschen sein. Und dann die Daten da reinbringen. Das ist nicht die Kommunikation von Daten, sondern die Kommunikation über Daten. Und wie findet die statt? Die findet online statt. So, und dann können wir uns was basteln. Datenkommunikation ist die online, oder ist nicht die, sondern der Online-Austausch. Der Online-Austausch von Daten. Zwischen IT-Geräten. Und jetzt können wir den Menschen wieder rausnehmen, denn es gibt es tatsächlich, dass nur Maschinen miteinander kommunizieren, dass wir den Menschen also gar nicht mehr brauchen. Also der Online-Austausch von Daten zwischen IT-Geräten, entweder der eine Mensch mit seinem Computer sendet seine Daten dem anderen Menschen auch mit dem Computer oder zwei Computer, sowas gibt es, kommunizieren vollautomatisch miteinander. Der eine Computer sendet Daten an den anderen, ohne dass da irgendwelche Menschen überhaupt noch involviert sind. Sowas gibt es. Und wir brauchen dafür, ja, die Abwicklung also, die Abwicklung der Datenkommunikation findet statt über Übertragungsnetze. Ja, wie auch immer die geartet sind, da gibt es ja verschiedene Konstellationen von Netzen. Und so wird es technisch abgewickelt. So, das ist das, was wir uns hier als technische Laien aus den Rippen schneiden können, wenn wir so einen Begriff hier definieren sollen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.